Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead und der vierten Episode mittlerweile. Ja, wir sind im Haus, in einem leerstehenden Haus, wo wir nicht wissen, ob hier irgendwo noch Zombies sind oder nicht. Oder ja, die Familie noch lebt oder nicht, ich hoffe nicht. Jedenfalls scheint es sehr leer zu sein und wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Okay. Da ist aber noch was. Looks expensive and heavy. Doubt any looters would be able to haul that thing too far. Must have stopped working a while ago. Ja, kein Ticken. Alles steht still. Die ganze Zeit in diesem Haus steht still. Ach, wie blöd. Was ist das hier vorne? Leere Chipstüte oder? Nee, Hundefutter. Hope we never get desperate enough for food that this starts looking appetizing. I'm not that hungry. Besides, I need to finish checking the downstairs. Ja, ich dachte immer, nimmt es. How's it coming? Zumindest schon mal in die Hand. Oder mit oder steckt es ein. Aber Hundefutter essen, das muss schon sehr eklig sein. Bäh. No power. Kein Strom, nix. Hier ist noch was zum Angucken. Ein Kind hat da gelebt. Das seinen Hund gezeichnet hat. Was ja auch ein bisschen an die Geschichte mit Clementine wiederum erinnert. Denn Clementine, da ging es nicht anders. Gut, gehen wir mal zu Krista. Hey guys. How's the house looking? Not done searching the first floor yet, but so far so good. Geht es deinem Bein besser? Wegen des Plans mit dem Boot, wegen dieses Hauses. Finding this house was a hell of a stroke of luck. I like it a lot better when we know for sure it's safe. I'll make sure. But right now it feels like just the break we needed. Maybe our luck's starting to turn around. I'd like to believe that. Really, I would. How's that couch treating you, Omi? Leg feeling better yet? I'm all right. I feel you. What do you guys think about this plan of Kinney's? The guy's losing it. Look, Lee, I know he's your friend and all, but you need to be careful. That man is on the edge, and I don't know if I want to be around when he goes over it. Kenny's solid. He's just been through a lot, that's all. I hope you're right. For all our sakes. Sit tight. I'll keep checking the first floor to make sure it's safe. Thanks, Lee. Ja, ein bisschen Angst vor diesem Konflikt habe ich auch bereits. Da kann ich Krista nicht allzu viel widersprechen irgendwie. Ein bisschen. Wir stehen halt mal wieder im Konflikt, ne? Damals mit Lily, jetzt mit Krista, Omid und Kenny. Ja. Traurige Wahrheit. Not exactly my style. Nee. Ich meine, wenn das jetzt irgendwelche totalen alten Mittelalterbilder wären, die was wert sind, dann hätte es was. Aber sich sonst irgendwelche gemetzelten Bilder in die Wohnung hängen, ich weiß nicht. Will ich da jetzt schon rein? Will ich da lang? Ich gucke mich mal erstmal hier um. Wenn ich den Raum hier durch habe, dann können wir ja eine Tür aussuchen. Aber hier waren wir ja auch noch nicht. Was ist denn hier? Ach so, jetzt kommen wir wieder. Ach so, das geht hier einmal so rum. Wie das bei so großen amerikanischen Häusern öfters mal der Fall ist. Kann man hier raus? Ich will es gar nicht gerade ausprobieren. Ich lasse es mal eben. Ich nehme mal lieber eine der Seitentüren. Auch wenn ich mir gerade die Tapete hätte anschauen können.
Ja, öffnest du sie auch langsam? Aha, so eine kleine Kammer. All clear in here. Okay, da war wohl nichts. Nehmen wir mal die Tür. Ja, mach. Eine Toilette. Just one more to check. Mhm. Gehen wir da mal lang. Was ist mit dir, Clementine? Geht's dir gut? Holding up okay? I hope this house is safe. Have you checked all the rooms to make sure? Bin dabei. No, but I'll take care of it. Bin dabei, Clementine. Schade, dass ich bis jetzt nicht so wirklich Essen und so gefunden habe. Dann probiere ich mal die Tür. Jesus! What? What happened? It's nothing. Just nothing. Was war denn das jetzt für ein Raum? Einfach nur wieder eine Abstellkammer oder was? Place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Nah, just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Nur zu, Clem. Wir wollen eine Antwort. Lass es gut sein. Go ahead, Clem. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me. That's not what he wants. He... Lee? Oh, Ben war oben. Lee, you need to get up here now. Oh. What's wrong? It's Kenny. Oh nein, was ist los? Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Oh oh. Stay here. Was ist denn da oben? Hm. Ja. Geh ruhig weiter. Kenny? Oh Gott, was ist da? Kenny. You okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Oh, my God. Like Duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Lass uns einfach gehen. Ich kümmere mich darum. Du schaffst das. Before it was your own son. Now it's just a kid who needs your help. You can do this, Kenny. You need to do this. I know. I just... Oh, God. Ich weiß nicht. Diesmal wollte ich mich dazu entscheiden, dass er es versuchen soll. Es kann natürlich auch echt negative Auswirkungen haben, dass ich Kenny jetzt dazu ermuntere, motiviere, ihn, diesen Jungen, der auch noch Duck ähnlich sieht, das tun zu lassen. Oder wir tun das halt wieder. Warum möchte ich, dass er das tut?
weil Kenny sich dazu irgendwo mehr oder weniger noch dazu entschieden hat, weiterzuleben, während seine Familie gestorben ist. Und wenn er in dieser Welt überleben will, dann wird er sich dazu überwinden müssen, zu kämpfen. This must have been where he slept. Aber ich weiß halt trotzdem nicht, ob das mit dem Jungen in dem Sinne, weil es in ihm zu viel Erinnerung und zu viel Assoziation mit seinem Duck weckt, dass das ja einfach auch doch keine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Just ran out of food, like we almost did. Like we still might. Ja, das ist wirklich schrecklich. Ganz schlimm. All empty. He probably died of dehydration before he starved. Damn. Das ist so schlimm. Welcher Tod ist schon schön, aber das für ein Kind, sich zu verstecken, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Hoffnung, ohne Menschen, ohne alles. Poor kid must have tried to hide out of here until he starved to death. Oh, this could have been Clementine. I found her when I did. Wollen wir es Kenny mal versuchen lassen oder soll ich es lieber tun? Was sagt er denn dazu? Komm, versuch's doch mal, weil er redet ja nicht mehr mit uns. Here. This'll make it clean and quick. I don't know that I can do it, Lee. Wenn du wirklich das nicht kannst, dann nicht. Du musst es nicht tun. It's okay. I'll take care of it. Gut, wenn, also ich will ihn nicht dazu zwingen, ne? Und wenn er wirklich von sich aus sagt, ich kann das nicht, also das Problem ist, ich könnte ihm jetzt zureden, komm, mach. Ja, dann mach ich es halt wieder. Dann mach ich es. Ganz einfach. I'm sorry. We should bury him. I'll take care of it. Ja, Lee kümmert sich um alles. Ich weiß nicht, ob das positiv, negativ für Kenny ist, dass wir jetzt alles immer ständig tun und übernehmen, aber das mit dem Jungen ist vielleicht doch eine Nummer zu hart für Kenny. Deswegen dann nicht. Hätte er sie jetzt gleich genommen, die Waffe, denke ich, wäre es okay gewesen. Aber nochmal zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, Lee. Nee, dann doch lieber selber machen. Er kann das halt nicht abschalten, ne? Er kann da nicht so über sich hinauswachsen, das erinnert ihn einfach zu stark an seinen verstorbenen Sohn. Begraben wir ihn mit seinem Hund. Geben wir ihm sozusagen die letzte Ehre, diesem armen, kleinen Geschöpf, was viel länger hätte leben sollen, als er tat. Gott, der tut mir so leid, der Junge. Diese Menschen tun mir alle leid. So zu sterben, verhungernd und allein. Traurig. So gibt er ihm wenigstens ein bisschen Frieden. Und Clementine schaut uns dabei zu, lernt daraus vielleicht. Wie man sich auch richtig von den Toten verabschiedet. Ist vielleicht auch nicht schlecht für Clementine, die noch die Zukunft in einer toten Welt vor sich hat. Wie man seinen Frieden schließt.
weiß es nicht. Vielleicht versteht Clementine das alles auch gar nicht. Aber ich denke, dass das hier schon der beste Weg ist. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist das? Hey! Boah. Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? Nächsten Einstrahler. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What is it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Well, you search it if you wanna. I'm done with this house. We came to this city to find a boat, and that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one more. I said I'm done with this house! We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Auf keinen Fall bleib hier und hilf. Wir müssen uns auf das... Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Nee. Oder bleib und beschütze Clementine. Nichts irgendwann, aber... I'm worried about Omid. He's in bad shape. I need you to stay here. Keep an eye on him. He's got Krista for that. If it comes down to it, I can't rely on Krista to do what has to be done. Not with Clementine in the same house. You understand what I'm saying? Eigentlich hätte ich mich für Clementine lieber entscheiden sollen. Good. Was ist mit Clementine? Shit, ich hätte ihn auf Clementine aufpassen lassen sollen. Naja, halt wieder eine Entscheidung getroffen, die man sofort irgendwie gleich am liebsten umändern wollen würde. Natürlich möchte ich, dass er auf alle aufpasst. Also auf Omi, Krista und Clementine. Alle können sich gegenseitig helfen. Alle sollen gegenseitig aufeinander aufpassen. Nicht einer nur auf eine bestimmte Person. Aber er hat recht. Krista passt ja schon auf Omid auf. Aber wer passt auf Clementine auf, wenn Krista ihre Augen vielleicht bei Omid mehr hat? Shit. Vor allem, was ist, wenn Clementine auf die Idee kommt? Naja, glaubst du, im Haus sind sie in Sicherheit? Willst du reden? Hey, so, you want to talk about it? About what? About what happened back there, in the attic. No. You sure, man? I mean... River's right up ahead. Okay, Kenny wird langsam aggro.
Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? Vielleicht will uns jemand ablenken. Vielleicht tut uns jemand einen Gefallen. Keine Ahnung. Maybe whoever's ringing that is just trying to distract us, create a diversion. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Let's keep moving. Oh Gott, dass die beiden auch alleine sich hier auf die Straße trauen. Ich weiß nicht. Ich meine, viel zu viele Walker. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. There's gotta be a boat. There's gotta be. Ich glaube nicht. Lass uns einfach zurückgehen. Zeit für einen Plan B. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Ach, Kenny. Mach alleine keine Scheiße. This one might still be salvageable. Was? Im Ernst? Ich hoffe, du hast recht. Seriously? You got a better fucking idea? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Okay. Tja, lieber Kenny, ich hab dich sehr gern, aber bleib draußen. Super. Was ist das? Oh mein Gott. What the fuck? What is this meant to be? Some kind of warning? We'll do something like this. Boah, krass heftig. Using walkers like scarecrows. What sick bastard did this? Krass, so mad. Ich will die nicht erschießen. Die werden schon ihren Zweck haben. Nee, das werde ich ganz sicher nicht tun. Ich werde jetzt nochmal eben zum Fernrohr gehen, wie mir geheißen wurde. Krasser Wall. Von Untoten. Uah. Great. Needs a quarter to work. Die will ich haben. Damn. Built solid. Okay, man kann es ja mal versuchen. Draufhauen, warum auch nicht. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead. Und sieht ziemlich düster, sehr spannend, sehr alles Mögliche hier aus. Ich weiß überhaupt nicht, was hier noch auf uns zukommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich will es auch gar nicht wissen. Ja, vor allem nach diesem leckeren Wal da hinten. So. Kenny guckt sich weiter das gesunkene Boot an und mal schauen, ob wir ihm dann noch helfen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.